Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold und unser Thema heute Gartenlupinen, Staudenlupinen. In sehr vielen Gärten, vor allem Bauerngärten, sehen wir diese Garten- und Staudenlupinen, die sich im Winter gänzlich in den Boden zurückziehen und dann im Frühjahr wieder entstehen und am Mai bis fast August ihre Blüte bringen. Typisch ist, dass die Blüte sich unten entwickelt, zuerst entwickelt, und oben haben wir noch die nicht geöffneten Schmetterlingsblüten, so dass die einzelne Blütendolde, die so stängelartig, kerzenartig aufrecht wächst, außer wenn sie mal die Spitze hängen lässt, wie man es gerade hier in der Mitte sieht, die diesen ganz speziellen Wuchs hat. Oben entstehen dann immer noch neue Blüten, wenn es unten schon verblüht ist. Das führt dazu, dass man sehr lange diese Lupinenblüten genießen kann. Es ist eine Staude, die horstartig wächst, die bildet also nicht irgendwo Ausläufer, sondern sie wird jedes Jahr ein bisschen breiter und größer. Und es lohnt sich nach der Blüte, mindestens nach der Hauptblütezeit, die Dolden wegzuschneiden, damit hier keine Früchte entstehen und die Kraft nicht in die Reife der Früchte geht, sondern die Staude selber, der Horst, gestärkt wird. Man sieht hier die Schmetterlingsblüten von nahem, wunderschön hier die Zweiteilung in Blau und Weiß. Es gibt alle möglichen Farbkombinationen von Weiß über Blau bis zu Rot und Gelb. Eine wirklich farbenfrohe Staude, die in jedem Garten, nicht nur im Bauerngarten, ihren Platz hat. Schmetterlingsblüten habe ich erwähnt. Wie alle anderen Schmetterlingsblüten auch hat sie die Fähigkeit, Stickstoff über Knöllchenbakterien, über eine Koexistenz mit Knöllchenbakterien im Boden zu fixieren und kann dadurch an fast jedem Standort gut wachsen. Voraussetzung ist, der Boden ist durchlässig, am liebsten natürlich sandig, aber er darf nicht Staunässe haben und dann wächst die Pflanze, weil sie eben selber Stickstoff im Boden in Koexistenz mit den Knöllchenbakterien sammeln kann, wie andere Schmetterlingsblüher und Erbsen, Bohnen und verwandte Pflanzen. Sie wird etwa 100-120 cm hoch und kann auch, was viele Leute nicht wissen und ganz selten tun, natürlich auch geschnitten und in die Vase gestellt werden. Achtung, die Pflanze, vor allem die Blüte, aber auch die Blätter, ist giftig, sollte nicht gegessen werden, aber genießen sollten wir sie in jedem Garten. Sehen Sie auch manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Aber jetzt kann ich Ihnen helfen. Hier oben geht's zu Luberacom, zum Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier geht's zu gartenvideo.com, wo Sie bequemer und einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht's zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Ich gehe jetzt aber weiter, meinen Weg.